Was geht ab, Leute, und willkommen zur ersten Folge von Need for Speed Heat, Leute. Lange kam auf meinem Kanal jetzt kein Gaming mehr, aber jetzt mit Need for Speed Heat, ich wollte gerade schon Payback sagen, ist wieder so lang. Ich würde sagen, Leute, wir starten das Ganze mal. Spielstand wird geladen. So, das akzeptieren wir natürlich. Sonst geht's ja nicht, ist ja logisch, ne? Also Anfang ist schon mal cool, finde ich. An diesem Videospiel dargestellt, eignen sich die lediglich zu Unterhaltungszwecken, bla bla bla. Schwierigkeitsgrad, Leute. Leicht ist für mich zu easy. Schwer könnte ich mir aber auch ein bisschen hart vorstellen, Leute. Ich würde sagen, wir bleiben hier auf normal und zack. Mit EA verbinden. Bin gespannt, wie lange das dauert. Ich muss sagen, also die Kiste ist schon mal nicht schlecht, Leute, muss man sagen. Ich muss sagen, dass, ihr habt das Video gesehen, auf meinem neuen Monitor. Es sieht richtig lit aus, so. Ich würde sagen, wir gehen auf Solo-Spielen erstmal, weil ich habe kein PlayStation Plus. Und das hier ist der Ladebalken. Und ich muss sagen, zum Ladebalken, der bewegt sich nicht wirklich schneller als in Need for Speed Payback. Und deswegen müssen wir erstmal ein bisschen warten, ne? Gut, wir haben es geschafft, Leute. Der Speed Hunter Showdown ist wieder da. Palm City ist ein weiteres Mal Gastgeber der wichtigsten Rennsportveranstaltung des Staates. Jeden Tag werden tausende begeisterte Fans darauf hoffen, die leistungsstärksten Sportwagen der Welt in Aktion zu erleben. Doch sobald die Sonne untergegangen ist, verwandelt sich die Stadt schnell in deutlich gefährlicheres Terrain. Willkommen in der Welt des Street Racing. Eine Underground-Szene aus Draufgängern und Speedfreaks, die sich ohne Rücksicht auf Verluste über Regeln und... Also die Grafik schaut jetzt schon mal geil aus. Verantwortlich für die Bekämpfung... Sag nicht, es ist wieder dunkel im Spiel. Bitte nicht. Leiter der neu gegründeten High-Speed Task Force. Street Racing hat nichts auf öffentlichen Straßen verloren. Erinnert euch an meine Worte, wenn ihr da draußen seid und bei solchen Aktivitäten mitmachen wollt. Denn wir finden euch. Und wenn ihr denkt, dass ihr entkommen könnt, wenn ihr aufs Gas tretet, dann werdet ihr euch wundern. Denn wir greifen hart durch. Wir schnappen jeden von euch. Außer mich. Glaubt mir, vor uns gibt es kein Entkommen. Das werden wir ja sehen, du. Darf ich jetzt auch mal fahren? Palm City vor 5 Nächten, ne? Ich komm schon klar. Gut, gib einfach runter. Ah, ich kann fahren. Wie läuft's bei dir, Richie? Aber mit Lenkrad ist es so ungewohnt, Leute. Also die zukünftigen Folgen werden wahrscheinlich mit Lenkrad sein. Na los, Jungs, wir schaffen das. Aber nicht so. Ist das alles an Nitro oder was? Wo ist Nitro, Mischa, wie in der Crew? Anna, du holst mich nicht. Also ich muss sagen, Leute, es fährt sich ganz, ganz anders als wie in The Crew 2. Ich kann doch nicht mehr Nitro drücken, sobald es nicht voll ist. Das ist in The Crew 2 viel besser. Shit, ich glaube, ich kenne den Cop. Oh, wie süß. Ich mein's ernst, er bedeutet Ärger. Das hier wird ein Hauptgewinn, ein richtig dicker Fang. Okay, das, Alter, das ist so komisch. Es ist komplett anders als wir in The Crew 2, Leute. Komplett anders. Er gibt nicht auf, Anna. Wir auch nicht. Ja, du hast gut reden. Ich bin raus. Was zum Teufel? Richie. Wieso verkacke ich eigentlich gerade so? Man, das Nitro ist doch ein Scherz, oder? Wieso ist das Nitro immer so schnell weg hier? Sperre vor dir, bieg rechts ab! Okay, Dead Drift, da war gut. Da war ausnahmsweise mal gut. Lass mich... Gejagt von einem Kopf werde ich. Geiler C63, Alter, den will ich haben. Hä, ich sag, den will ich haben, dann schotte ich ihn. Und ich habe das Gefühl, ich bin falsch gefahren. Oder auch nicht.
den Vogel nicht los! Überlass das mir! Also die Polizisten, die sind schon schnell unterwegs, muss man sagen. Ich will auch so ein schnelles Auto haben. Beendet. Wir sind nur leider nur Dritter geworden, Leute. Shit, der Kopf ist noch an mir dran. Muss ich jetzt weiterfahren oder was? Was haben wir eigentlich für eine Schrottkiste? Die ist ja ultra langsam. Ach du Scheiße. Unfall, Leute, Unfall. Ach du Scheiße. Was habt ihr denn jetzt gemacht? Oh mein Gott. Ja, was macht ihr denn auch? Das war so ein geiler Wagen. Der Wagen ist weg. Ja, wegen ihm. Nein, Shaw, das geht auf dich. Du wirst dir wünschen, nicht überlebt zu haben. Sowas überlebt keiner. Was macht ihr denn hier? Zeigen, wer der Boss ist. Shaw. Warte, warte, stopp! Hey, er sagte... Hier sind überall Kameras. Lass es. So arbeiten wir jetzt also? Diese Crews müssen es lernen. Wer meine Einheit lächerlich machen will, wird dafür bezahlen. Er löscht einfach die Aufnahme. Ehrenlos, ehrenlos. Die Botschaft funktioniert nur, wenn du auch einen Boten hast. Du verlässt die Stadt. Wenn wir dich oder einen aus deiner Crew nochmal hier sehen, dann endet ihr wie diese Karre. Das werden wir ja sehen. Ihr werdet es noch sehen. Das lasse ich mir von euch hier nicht gefallen, Alter. Das lasse ich mir hier nicht gefallen von euch, okay? Aber Sound ist richtig geil. Darf ich jetzt auch mal wieder selber fahren? Oder was ist da los? Ich glaube, der hat ein bisschen Schmerzen am Bauch oder so. Was ist passiert, Bro? Wo ist dein Wagen? Hey! Mir reicht's, Anna. Ich bin raus. Ich gehe zurück nach Ventura und Richie nehme ich mit. Aber wir sind eine Crew. Das waren wir. Jetzt nicht mehr. Was? Willst du jetzt nach Ventura laufen? Yep. Du bist auf dich allein gestellt. Krass. Also Anfang ist, finde ich, schon mal richtig geil. Ist besser als in Payback. Need for Speed Heat. Palm City heute. Das sieht mir ein bisschen aus wie Miami. Das sieht ein bisschen aus wie Miami, habe ich das Gefühl. Noch mehr Krach kannst du nicht machen, oder? Werkstatt. Also bis jetzt muss ich sagen... Die Grafik, die ist schon mal besser als in Payback, meiner Meinung nach. Und davon dürfen sie jetzt einen aussuchen, oder was? Nein, ich klär das. Oh hey, gib mir eine Sekunde. Komm rein. Bitte auch ran, entschuldige. Ja, brauchst neue Zündkerzen. Also wenn mit der Grafik so weitergemacht wird, Leute, dann denke ich, dass in 10 Jahren dann die Spiele, so wie im echten Leben auch schon, wenn die Grafik jetzt schon so geil ist... Check die Räder. Vor allem auf meinem Monitor sieht es nochmal richtig geil aus. Also ich glaube, bei euch kommt es nicht so rüber. Aber bei mir... Wissen Sie, so wichtig die Verbrechensbekämpfung auch ist und wir kämpfen... Du schon wieder? Doch in unserem Job geht es um mehr. Frank Merzer oder so. Du schon wieder. Dich habe ich im Auge, ne?
eine bessere Gesellschaft. So erschaffen wir für sie eine sicher... Sorry, früh am Morgen höre ich mir nicht gern so eine Scheiße an. Der war gut, der war gut. Die Cops bestehen drauf. Ich kann jetzt hier einen Charakter wählen und ich muss sagen, vom ersten Blick hier schaut eigentlich jetzt niemand so richtig ähnlich aus. Ist das hier eigentlich ein Mann oder eine Frau? Aber ich muss sagen... Ich nehme den hier, Leute. Möchte ich den Charakter auswählen? Ja, möchte ich. Das finde ich jetzt echt geil. Also das war in der Crew 2 auch schon so, aber dass man jetzt einen Charakter wählen kann, ist richtig geil, weil das konnte man im Payback nicht. Allerdings. Das will ich hoffen. Um den Showdown? Ja, ich bin echt heiß auf die Rennen. Okay. Ehrlich gesagt... Ein cooles Outfit hat er auch. Frage echt riesig, deshalb. Ist gerade leerer, aber die hier sind noch übrig. Jetzt bin ich gespannt, was wir für Autos bekommen. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt können wir hier mal in ein Auto wählen. Und zwar haben wir hier einen Ford Mustang. Das schaut cool aus. Dann haben wir hier einen BMW M3 Evolution. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solche BMWs habe ich noch nie richtig gefeiert. Dann so ein Nissan 180 SX Type X. Sieht jetzt auch nicht so gut. Ich finde, der schaut richtig geil aus. Chevrolet Camaro SS. Also entweder den hier nehme ich oder ich nehme den hier. Aber ich fand diesen Ford Mustang. Moment mal, wir gucken mal auf. Leistung hat er 2.0. Okay, der hat deutlich mehr. Ja, ich nehme den hier. Ach so. So ein Ding ist das also. Kann ich den hier nehmen? Nein, will ich nicht. Dann nehme ich den hier. Das ist ein guter Wagen. Bin gespannt, wie er sich fährt. Ich sehe jetzt schon wieder ein OBS, das ja auch nur viel zu lang ist. Und auch gleich überprüfen, ob der Wagen so läuft, wie er soll. Das hoffe ich auch. Klingt gut. So, das hier ist jetzt die Map und so viel Unterschied zu Payback finde ich jetzt nicht. Es ist jetzt alles. Ist aber jetzt nicht alles von der Map hier, oder? Ist aber jetzt nicht hier alles. Das ist ja jetzt mal übel klein, die Map. Das ist no joke, aber die ist echt klein. So, ich würde sagen, wir schließen, ne? Ich will jetzt erstmal hier ein bisschen rumfahren. Bring den Wagen einfach in einem Stück an den Start. So. Schaut schon mal richtig cool aus, vor allem die Grafik. Okay, Leute, ich habe jetzt mal ein bisschen die Steuerung kurz angeschaut. Aber das finde ich schade, weil das finde ich halt in The Crew 2 extrem cool, dass man nämlich in The Crew 2 Ego-Perspektive machen kann. Das fehlt mir ein bisschen hier. Aber gut, ich muss sagen, das Auto schaut schon richtig cool aus. Aber Leute, ich würde sagen, von der ersten Folge Need for Speed Heat soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall das Spiel durchziehen, Leute. Für die heutige Folge war es das. Deswegen würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Dann würde ich sagen, mach's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.